Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode City Skylines 2 hier in Marin County. Und wir starten gleich mal rein. Was haben wir heute vor? Wir haben vor, erstmal auf Play zu drücken. Wir haben noch 100k plus. Wir gucken erstmal, ob unsere Produktionen gedeckt sind. Nein, Nutztier, Gemüse, Baumwolle. Alles muss noch her. Aber das tangiert uns erstmal nicht, solange wir im Plus sind. Was wir auf jeden Fall machen, wir werden das Städtchen etwas ausbauen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte hier raus ein kleines rurales Gebiet machen, weil ich das hier upgraden möchte. Das heißt, wir gehen hierher, da wir Linksverkehr haben. Wenn wir hier irgendwo ansetzen und werden hier auf jeden Fall eine Abfahrt bauen. Und ich möchte aber hier definitiv auf einer kleinen vierspurigen ankommen. Oder auf einer zweispurigen. Ich gehe mal von hier weg. Mach das hier als Ansatzpunkt. Und sag mal, ich möchte hier. Ich mache das einfach mal so. Viel, viel besser. Hier ist Entry Point. Ich muss aber auf jeden Fall wieder hier überall Lampen dran machen. Und ich kann... Oder ich muss unterirdisch hier auf jeden Fall das Zeug verbinden. Perfekt, perfekt, perfekt. Haben wir hier ins neue rurale Gebiet auch was. So, hier das Urban-Ding. Ich bin mir noch unsicher, wie ich sowas gestalte. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Okay. Ich habe die Idee, ich möchte das hier in diesem Fleck auf jeden Fall so ein bisschen bauen und ich führe hier eine Hauptstraße einfach durch oder ich gehe weiter hier raus. Ich kaufe hier dieses Teil und mache hier so quasi, das ist Hauptstraße. Ich vielleicht upgraden sollte durch. Ab hier. Ja, genau. Und ich mache hier eine Kreuzung rein. Erstmal so. Dann mache ich hier nur... Hier mache ich nicht wirklich, also ich mache schon Grid, aber halt mehr, mit mehr Abstand einfach ein Grid.
Jetzt gehen wir hierher und sagen, okay, hier ist eine Hauptstraße. An der Hauptstraße sind meist Shops. Und ich will die gar nicht zu groß machen. Ich werde ein bisschen mixen. Und hier hinten gibt es vereinzelt so große Plots. Mit Häusern. Ich bin mir unsicher, ob das passt, aber ich guck mal. Die Gebäudegröße gibt es nicht, aber die gibt es wahrscheinlich. Ist das Größte, was ich kriege? Machen wir das Zoning weg. 4x6 ist so das Größte, was ihr hinbauen würdet. Ich würde dann hier Abstand lassen und sagen 4x6. So, was wir hier aber auf jeden Fall machen können, das Rocker-Anwesen. Der hat gesagt, er baut sich hier hin. Das ist hier sein Gebiet hier hinten. Das gehört ihm. Wieso kann ich das Haus nicht? Achso, kann ich eh. Wer wohnt da? Ida und Emma Rot. Dann machen wir das auch zur Rotstraße. Huch. Das gehört jetzt ihnen. Das Anwesen. Die sind einfach hier die Letzten. Die Straße geht nicht weiter. Das Haus gehört ihnen. So, wir haben hier auch eine Hickory-Nachbarschaft. Habe ich jetzt beschlossen. Und die ist sehr auf ihre Privatsphäre getrimmt. So. Dann noch das Allerwichtigste, weil es gehört hier dazu. Sobald man hier reinkommt, ist alles mit grünen Streifen voll. So, weg von der Hauptstraße ist hier alles mit Bäumen vollgepflastert. Wäre auch fast cool. Ich bastle hier mal kurz einen Bezirk. Ich setze hier mal an. Ich nehme übrigens super gerne Namensvorschläge dafür an. Das ist jetzt Unterbrunn. Hier Bremsschwellen, Lastwagenverbot, geschlossene Wohnanlage. Hier wird auch recycelt. Unterbrunn gefällt mir als Name nicht. Kann ich einen Stil einstellen? Nein, ne? Es wäre so gut, wenn ich hier beziehungsweise Stile machen könnte. Obwohl die Häuser... Okay, in der Größe sehen die Häuser schon ganz okay aus. Dann haben wir hier mal 6, haben wir gesagt. Ne? Ja. Hier mal 6. Und hier haben wir das so rum. So, hier auf jeden Fall noch schön Hickories pflanzen. Auch hier können wir auch noch Gebäude hinbauen. Das ist ganz gut. So, ja. Und ich bin gerade in der Versuchung, hier dann eher diese Wohnhäuser zu bauen.
glaube, die 3x3 waren hier ganz okay. Nee, die waren zu groß. Die gibt es, glaube ich, auch in 2x2. Lass uns die mal angucken. Ob die hier vielleicht sogar reinpassen. Spul mal vor, bis gebaut ist. Plötzlich ist fertig, okay. Passt das hier rein? Nee, ne? Ich probiere mal die hier in 2x2 aus. Okay. Auch ziemlich groß geworden. Für das, was ich eigentlich haben will. Ich glaube, ich werde die hier ersetzen durch das europäische Theme. Ich gucke mir die zwei Gebäudearten noch in im Europa-Theme an. Das hier kriegt auf jeden Fall Europa-Theme. Das hier auch. Ich glaube, das sehen die kleinen Häuser einfach viel zu gut aus. Wir machen hier so ein bisschen mixed, europäisch-amerikanisch. In der Hoffnung, dass die Gebäude nicht so groß werden. Aber ich... ja doch, die werden auch recht groß. Das ist zu viel. Ja, obwohl... Nee, das passt hier nicht rein. Aber die europäischen Häuser passen hier ganz gut rein. Sorry Leute, ihr müsst ausziehen. Wer hat das jetzt... Ich bin im Europa-Film, perfekt. Ja, genau das ist das, was ich möchte. Ja, das sieht fein aus. Aber das ist halt nicht Low Density, ne? Nee. Dann lass mal kleine Häuser im europäischen Stil machen. Oh, jetzt hätte ich gerne Zaun-Assets oder so. Vielleicht erweitern wir die zwei Straßen hier auch einfach. Dann würde ich auch sagen, leistbar ist auf jeden Fall alles, ja. Einzig und allein das Feuerwehrhaus, das setze ich hier hin. Ich könnte halt... Gibt's im so Urban-Ding einfach Parkplätze? Nein. Die parken eigentlich am Straßenrand, ne? Ah, war ich nicht smart genug dafür. Ich spule noch immer mega schnell vor. Ja. Eigentlich könnte man hier gleich komplett auf Brücke gehen und dann hier einfach runter gehen. Aber das kriege ich nicht hin. Ganz wichtig bei der kleinen Gemeinschaft hier ist, die fahren mit dem Auto. Alles. Hier gibt es keine Busse oder öffentlichen Verkehr. Hier ist, sobald man 16 ist, fährt man mit dem Auto. Ich habe eine Idee. Und zwar, wir nehmen die Straße hier, wir kreuzen die auch hier rein. Und Leute, ihr müsst euch erstmal verkrümeln. Und hier dürfen die einfach wild drauf losbauen. Sucht euch aus, wie ihr euch bebauen möchtet.
Und ich glaube, ich mache das auch hier. Einfach zu sagen, hier, baut wie ihr wollt. Das ist eine schnell wachsende kleine Gemeinschaft. Die sind echt alle ein bisschen viel zu groß geworden. Aber merken wir uns, wenn wir sowas machen, 2x3 ist für mich die optimale Größe hier. Das heißt hier... Ah ja, das ist schön. Bin ja schon mega gespannt, wie das aussieht, wenn das hier alles entstanden ist. Ich hoffe, die 2x2er sehen nicht allzu wild aus. Hier. Ich meine, okay, die zwei Eingänge, das wird ein Eckgebäude, das hier auch, ja, sehr schön. Ich lasse die mal machen und dann gucken wir. So, das nächste Problem ist, ich möchte ein Recyclingzentrum haben als Müll. Ich habe mir ja den Müll bis dato aufgehoben. Und werde das machen. Wir gucken dann gleich wieder rüber. Und ich finde, die Recyclinganlage muss hier in das Gebiet. Und zwar einfach hier hin. So. Die Gebäude, das ploppt drauf. Das kann ich noch rundherum bauen. Und das auch. Okay, weiß ich noch nicht. So, hier. Ich reiß die nochmal ab. Ich glaube, ich möchte forcieren, dass das auf jeden Fall 2x3 wird. Oh ja, ja, okay. Ich plätt das nochmal. Perfekt. Ich glaube, so sieht das supi aus. Jetzt den Park hier mal um. Und hier würde ich das trennen. Mit einem Fußweg. Ich glaube, das passt am besten. Warum kann ich nicht? Weil das Gebäude noch da ist. Ja, reiß es doch ab. So, dann... möchte ich hier Fichten hinmachen? Nee. Hickories auch nicht. Linden vielleicht? Ja, Linden sind nicht so groß. Hier noch ein bisschen Deko eingefügt. Und wow, das sieht perfekt aus. Das ist perfekt geworden. So, der Hundepark. Passt hier besser hin? Hier machen wir dasselbe. 2x3 hier, 2x3 hier. Perfekt. Die hier sind mir ein bisschen zu groß. Was kostet denn hier die Miete? 12.000 kostet hier die Miete schon mal. Uiuiuiui. Was haben wir hier hingebaut? Mittlere Density, ist es richtig? Jo. Ich habe hier unten auch noch eine Straße. Und ich glaube, ich mache aus der auch aus den Mixed gemischten Gebäuden. Es ist halt die Frage, ob ich hier das auch manuell machen muss oder ich schiebe das einfach hier rüber. Wartet auch auf den Rettungswagen.
Apropos Rettungswagen. Die Klinik. Ein Krankenwagendepot. Und ein Erweiterungsflügel kann ich gar nicht mehr machen. Die Feuerwehr nur zur Sicherheit. Hier auch erweitern. Wir sollten uns das leisten können. Ja. Halbe Million. Wir erhöhen auch gleich die Steuern der Büros. So. Und ich schalte jetzt eine Uni frei. Eine Standard 0815 Universität. Für die ich kein Geld habe. Weil die 1,5 Millionen kostet. So, das war's auch eigentlich mit der Episode. Wir haben heute ein neues Viertelchen gebaut. Das, wo ein Rockmusiker drin lebt. Wo wir ein bisschen Low Density gebaut haben. Werden wir noch ein bisschen ausbauen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.